Heute gab es ein kleines Update, haut aber davor gerne auf den Abo-Button. Danke für euren Support. Und zwar finden wir hier in Tilted Towers beim Tomatenkopf NPC das neue Pizza-Item. Das Ganze kann man sich hier insgesamt viermal kaufen für 50 Gold. Ich werde das Ganze mal hier machen. Ich habe das hier schon einmal gekauft, deswegen steht da vorrätig nur noch 3, ist aber immer viermal. So einmal kaufen. Das ist schon ein sehr, sehr starkes Item. Um das Ganze zu benutzen, ganz einfach. Einmal schmeißen. Und ihr seht, da vorne habe ich es schon hingeschmissen. Und jetzt kann man davon essen. Und es hielt einen extrem schnell. So, nur 150 Leben. Item kann euch leider nur bis zu 150 Heal geben. Das heißt 100 Green Life und 50 Schild. Ist ein bisschen schade, aber das Coole ist, wenn ihr euch voll gehealt habt, könnt ihr das Ganze nicht mehr mitnehmen. Ihr müsst ein Stück nehmen drücken. So, was schon extrem lange dauert. So, das Ganze muss man mitnehmen. Und es ist schon echt wenig. Man kann nur 2 davon in einem Slot haben. Das ist schon wenig, lohnt sich dann fast gar nicht. Lohnt sich vielleicht nur so dann mitzunehmen und den Rest liegen zu lassen. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr cooles Item. Wie findet ihr das Ganze? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und das ganze Pizza-Item bekommt ihr natürlich nicht nur beim NPC, sondern könnt ihr gefühlt überall auf der Karte finden, durch Truhen, durch Lamas. Also so gut wie überall ist das Ganze auffindbar. Und noch eine andere wichtige Änderung. Die ganzen mythischen Spider-Man-Items werden nächste Woche in Competitive so ein bisschen abgeändert. Das heißt, nicht mehr 80 Schuss, sondern in Competitive nur noch 20 Schuss. Das ist schon eine sehr, sehr krasse Änderung von 80 auf 20. Ich würde die Hälfte oder 30 Schuss ein bisschen besser finden, aber ab nächster Woche gibt es die Dinger nur noch mit 20 Schuss in Competitive. Wie findet ihr das Ganze? Schreibt es mal gerne in die Kommentare und das war es dann auch hier schon mit dem kurzen Video.